Servus Leute und seid herzlich willkommen zur zweiten Folge der BVB-Karriere. Ja, meine lieben Freunde, gestern in der letzten Folge haben wir schon einige Transfers getätigt, darunter ein Thorgan Hazan, Julian Brandt oder auch ein Nico Schulz. Aber die Spieler sind leider noch nicht zu unserem Verein dazugekommen, denn es war noch keine Transferphase, aber wir können das jetzt hier direkt nachholen, indem wir hier auf Saison beenden klicken und dann ein bisschen warten und dann kommen die Spieler irgendwie. Während das Spiel hier lädt, würde ich schon mal sagen, lasst gerne mal ein Abo da, um kein neues Video mehr zu verpassen und auch am besten ein Like, damit ihr diese Serie unterstützt. Morgen kommt wieder ein Video, übermorgen und übermorgen kommt wieder eins. Also die Woche wird auf jeden Fall vollgepackt für euch. Die nächsten 3 Tage kommen nochmal 3 Folgen der Dortmund-Karriere auf euch zu, sehr wahrscheinlich, wenn ich das hier jetzt alles mit dem Vorproduzieren schaffe. Und dann sind wir hier auch schon im nächsten Jahr angekommen, beziehungsweise in der nächsten Saison. Wir waren ja in der letzten Folge auch schon im Jahre 2019. Ich habe ja vorsimuliert. Und jetzt sind wir hier in der nächsten Saison. Da bekommen wir hier auch schon mal eine Einladung für ein Saisonvorbereitungsturnier. Da nehmen wir einfach mal das mit dem höchsten Preisgeld. So, und dann sind jetzt hier normalerweise auch die neuen Spieler angekommen. Und genau so ist es. Ich würde sagen, ich stelle jetzt schon mal die neue Elf auf, die ich so jetzt in den nächsten Spielen auf den Platz schicken werde. Das wären dann die 11 Spieler, die bei mir in den ersten Spielen von Anfang an spielen würden. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir werden aber vielleicht sogar noch einen neuen Keeper holen. Wahrscheinlich noch einen Linksverteidiger, beziehungsweise einen linken Flügel. Ich werde nämlich Schulz wahrscheinlich jetzt nicht als Stamm spielen lassen. Also ich habe auf jeden Fall schon mal was geplant. Seid überrascht. Und das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge heute alles erledigen. Für die neuen Spieler stehen uns einfach mal knapp 240 Millionen Euro zur Verfügung. Vinicius Junior wechselt von Real Madrid für knapp 41 Millionen Euro zu Dortmund. Jan Vitek wechselt aus Hamburg zu Dortmund für 9,4 Millionen Euro. Und dann schaut euch das an. Arthur wechselt von Barcelona zu Dortmund für 90 Millionen Euro. Ich glaube, das ist wirklich der Top-Transfer von Dortmund. Und dann bleiben uns nur noch knapp 80 Millionen Euro zur Verfügung. Und jetzt geht es wahrscheinlich nur noch darum, ein paar Backups zu suchen. Und wie ich es mir schon gedacht habe, ich werde jetzt hier Guerrero auf die Linksverteidigerposition setzen, Vinicius Junior auf die LM-Position setzen, Delaney wird ausgewechselt durch Arthur und Jan Vitek wird auf die Bank gesetzt für Kehr. Und ich werde sehr wahrscheinlich jetzt hier mal die Aufstellung ändern in ein 4-3-3. Wir werden doch nicht die ganz normale nehmen, wir werden die mit 2-6er nehmen und dann würde die Startaufstellung so aussehen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich nur noch einen Stürmer und dann geht es nur noch ans Backup suchen ran. Ich werde mal schauen, was ich jetzt hier so finden werde und dann werde ich es euch auf jeden Fall wieder mitteilen. Vielleicht werden wir auch noch auf der Rechtsverteidigerposition etwas ändern, aber mit Hakimi sind wir da eigentlich schon gut abgesichert. Der hat ein 86er oder 87er Potenzial, also mit dem können wir auf jeden Fall leben. Erstes Transferangebot in dieser Folge für Marcel Schmelzer. 6,5 Millionen sind für ihn auf jeden Fall in Ordnung. So, dann bekommen wir auch noch ein Angebot für Marcel Schmelzer rein. Wieder 6,5 Millionen Euro, aber diesmal von der TSG Hoffenheim. So, erster Spieltag beziehungsweise das erste Spiel des Vorbereitungsturniers. Wir werden jetzt aber erstmal eine neue Mannschaft formen, die eher jünger ist und sich noch verbessern könnte, aber das macht man leider nicht in der Teamzentrale, sondern in den Taktikvorlagen. Wir nennen das Team einfach mal hier Turniere und das werden wir dann einfach jedes Mal, wenn ein Turnier ansteht, beziehungsweise halt ein Vorbereitungsturnier ansteht, werden wir das auswählen. Und ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Spieler reinpacken, die auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial haben, aber nicht in der ersten Mannschaft spielen. Wie zum Beispiel jetzt hier ein Vitek, der hat sehr viel Potenzial. Der kommt aber auf die
die linke Flügelposition, weil wir dann hier einen Isak reinstellen. Ein Muda, Hut kommt hier rein, ein Delaney und wahrscheinlich ein Julian Weigel. Toljan kommt auf die Rechtsverteidigerposition, Diallo auf die Innenverteidigerposition für Akanji, Nico Schulz auf die Linksverteidigerposition und jetzt ist eigentlich, so viel ich weiß, nur noch Hazard und Jonathan Tah aus unserer ersten Mannschaft hier in der Jugend- bzw. Turniermannschaft vorhanden. Also auf jeden Fall könnte man mit dem Team schon mal ein Turnier gewinnen. Wir werden wahrscheinlich aber das Team nicht in der Bundesliga einsetzen, außer es kommt mal wirklich zu solchen Spielen, wo du dir denkst, komm, das Jahr ist fast schon vorbei, jetzt lass die Jugend mal spielen und wir können die Bayern oder so eh nicht mehr einholen. Dann könnte es schon zu dem Fall kommen, dass wir vielleicht irgendwie dann mit unserem Turniere-Team bzw. mit dem Jugendteam spielen werden. Die Bank ist jetzt auch voller Jugendspieler. Paco Alcácer könnten wir noch durch den Baller die hier auswechseln. Und dann gehen wir ins erste Spiel gegen Everton rein. Ab mit dem 1-0. Fouls wird verletzt. Ich hoffe mal, dem ist nichts passiert. Ab mit dem 2-0. Hazard mit dem 3-0. Und dann wird es am Ende ein 4-0. Und nein, Thorgan Hazard verletzt sich. Bitte einfach nichts Schlimmes. Bitte nur so ein 2 Tage. Weil wenn das jetzt was Schlimmeres ist, 4 Monate hat sich Thorgan Hazard verletzt. Kommt erst vor ein paar Tagen zu unserem Verein hinzu und verletzt sich dann wieder. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen neuen rechten Flügelspieler holen. Und da ist er auch schon, unser neuer Backup. Rechter Flügel, Sheran Shaqiri wechselt wieder in die Bundesliga, aber nicht zum FC Bayern, sondern zu Borussia Dortmund. Damit können wir auch hier den verletzten Thorgan Hazard direkt ersetzen und ich packe jetzt hier mal anstelle von Moda Hut Mario Götze auf die 10-Position und auch für Thorgan Hazard, den guten alten Sheran Shaqiri. Ist jetzt so ein Spieler, der 27 Jahre alt ist, also auch nicht mehr der Jüngste, aber auf jeden Fall noch so 3-4 Jahre bei uns bleiben wird. Marcel Schmelzer wird also an die TSG verkauft, auch für 6,5 Millionen Euro. Wir bekommen ein Angebot, beziehungsweise zwei Angebote für Lukas Piszczek rein. Einmal 5,4 Millionen Euro vom Besiktas. Das nehmen wir als erstes an, weil vielleicht bringt das was, dass wir halt einfach das früher angenommen haben und das dann halt eher akzeptiert wird. Und da bekommen wir auch ein bisschen mehr Geld und ja, da machen wir das Angebot von Inter Mailand auch noch als akzeptiert. Von denen würden wir dann 4,8 Millionen Euro bekommen. Also für den 34-Jährigen ist das meiner Meinung nach schon sehr viel. Aber der hat halt auch noch 79, was ich irgendwie nicht verstehe, weil Lukas Piszczek ist eigentlich nicht mehr so gut. So, das nächste Spiel steht an, aber davor noch ein Transferangebot für Julian Weigel, den ich aber nicht verkaufen will. Deswegen ist er auch nicht auf der Transferliste von uns. Deswegen lehnen wir das Transferangebot direkt ab. Und wie gerade schon gesagt, nächstes Spiel steht an. Wir gehen mit diesem Team hier rein. Das Team ist zwar noch nicht so fit, aber ich denke mal, für Betis Sevilla wird es reichen. Auf geht's, Jungs. Betis hat gegen West Ham 1-0 verloren. Das heißt, wir haben 4-0 gegen, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir 4-0 gewonnen davor, das erste Spiel. Fiete ab, macht weiter, wo er aufgehört hat. Und zwar beim Tore schießen. Aber Isak noch mit dem 2-1. Ich habe es verpennt, dass es 1-1 gefallen ist. Aber zum Glück macht Isak nochmal den Siegestreffer. So, ich hab's oben schon gesehen. Besiktas wird's also nicht. Wir bekommen leider nur 3,8 Millionen von Inter Mailand. Und dann schon wieder ein Angebot. Aber diesmal für Ömer Toprak. Und den wollen wir auch verkaufen. Dann wäre unsere Transferliste schon komplett weg. So, ich fordere einfach mal 18 Millionen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. 18 Millionen werden es dann auch am Ende bei PSG, könnte Ömer Toprak wahrscheinlich nur ein Backup-Spieler für seine letzten Jahre werden als Profifußballer. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Das ist gegen West Ham United. Ich denke, da wäre auf jeden Fall wieder ein Sieg drin. Jan Fiete Arp, enttäuscht mich nicht, mein Junge. Schieß wieder ein paar Tore und sei danach fröhlich. Und dann schießt er auch uns ins Halbfinale des Vorbereitungs.
Eröffnungsturniers. Ja, Jan Fiete ab mit dem 1-0, Sheran Shaqiri mit dem 2-0 und ich denke, das wird eine eindeutige Partie. Genauso ist es auch. Vinicius Junior und Mario Götze machen noch die beiden Tore zum 4-0. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich werde solche Top-Spiele wie Bayern oder Schalke oder so, werde ich alles selbst spielen. Also wir werden dann ins Spiel reingehen und alles selber steuern, damit wir da auf jeden Fall nicht so untergehen bei den Spielen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gegen Benfica nicht untergehen. Mit unserer Jugendspielteam, keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir jetzt hier gefordert bei Benfica, aber Sheran Shaqiri hält dem Druck stand und erzielt das 1-0 in der 24. Vinicius kommt wieder rein für Ab, Götze mit dem 2-0 und am Ende wird es ein 2-1. Gabriel macht noch das Anschlusstor. Ich habe es mal bei Gabriel Jesus versucht, aber da war einfach der Preis von ihm zu hoch. Aber wir brauchen noch einen neuen Stürmer und ich schaue jetzt hier mal so ein Memphis Depay. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. So, hier sind jetzt mal drei Spieler zur Auswahl, die auf jeden Fall in Frage kommen würden. Memphis Depay könnten wir uns wahrscheinlich leisten. Bei Timo Werner wird es schon ein bisschen schwieriger und bei Marcus Rashford, den können wir leider nicht holen. Also ich denke mal, wir probieren es erstmal noch bei Timo Werner, ob wir da was rausholen können und wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich Memphis Depay. Also einen werden wir auf jeden Fall noch holen. 75 Millionen für Timo Werner. Spiel dabei uns, genauso ist es dann auch am Ende. Wir entfernen noch den Bonus, vielleicht nimmt das ja direkt an. Nein, er geht noch hoch auf 86.000. Aber das nehmen wir an und damit spielt Timo Werner jetzt bei Borussia Dortmund. Wechselt von PSG zu Dortmund. Und ich denke mal, das war ein wirklich guter Transfer. Damit können wir die beiden hier wieder von der Liste nehmen und packen dann Timo Werner in die Startformation. Da steht er nun also anstelle von Paco Alcacer. Ömer Toprak hat sich verkauft. Wir bekommen nochmal 15,5 Millionen Euro. Und dann bekommen wir ein Angebot für Moda Hut. Den würde ich zwar ungern verkaufen, aber für 55 Millionen Euro wäre es auf jeden Fall schon gut. 47,5 Millionen Euro für Moda Hut. Geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ich glaube, der hat sogar ein ordentliches Potenzial. Und dann gehen wir gleich mal rein ins letzte Spiel von dieser Folge. Wir gehen wieder ins Turniere-Team, weil der gute alte Arthur noch nicht zurück ist. Und jetzt bitte kommt, Leute. Verkackt einfach nicht. Da bekommen wir nämlich 10 Millionen. Und das wäre nochmal krank. Und das Geld wäre auch sehr wichtig. Und ab mit dem 1-0. Aber Philippe Anderson gleich direkt danach raus. Und Jarmolenko, der Ex-Dortmunder, mit dem Führungstor für West Ham. Kommt schon, Jungs. Gegen West Ham haben wir schon gewonnen. Das Schlimme ist, die spielen in der Top 11 und wir nicht. Und Jarmolenko macht den Sack zu. Und damit sind wir im Finale West Ham United unterlegen. Aber was stellen wir aus dieser Vorbereitung fest? Arp ist auf jeden Fall ein Spieler, der kann in den nächsten paar Spielen vielleicht mal eingesetzt werden. Also eigentlich war das wirklich die größte oder die beste Vorstellung oder Entdeckung dieses Turniers. Und ich würde sagen, so sieht dann unser Main-Team aus. Auf dem rechten Flügel kommt dann noch Thorgan Hazard hin. Wir bekommen noch ein Transferangebot für Mario Götze rein, was ich aber leider ablehne. Und dann würde ich sagen, war es das von der zweiten Folge der BVB-Karriere. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt mir den Daumen nach oben und mit einem Abo, falls ihr eine weitere Folge sehen wollt. Morgen geht's weiter mit der BVB-Karriere auf meinem Kanal. Dann sind es nur noch 3 Folgen, dann ist die Woche vorbei. Aber ich würde sagen, das war's von der zweiten Folge und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!